Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Landwirtschaftssimulator 17 mit Aro auf der Zillertaler Alpenmap. Gebaut vom Südtiroler Bauer, ist schon lange Zeit her, dass sie hochgeladen wurde auf Modhoster letztes Jahr im November. Also ist schon fast ein Jahr alt die Map, aber ich habe sie bisher noch nicht gezockt. Das ist jetzt glaube ich das wievielte Update. Um Gottes Willen, fragt mich nicht. Ich habe zwar gerade die Seite offen, aber nicht an der richtigen Stelle. Gut, dann ist es auch egal. Auf jeden Fall hat die Map hier 6 Standardfelder in dem kleinen Innenkreis, den ich zuerst bewirtschaften werde. Und außenrum kam jetzt mit dem neuen Update das Ganze, was man noch drumherum sieht. Dazu gehört auch eine Biogasanlage und so, richtig schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ich habe hier 3 riesen Seen, habe ein paar Waldflächen, die ich auch machen kann. Unten ist ein Sägewerk. Und zuallererst werde ich mich hier wahrscheinlich um die Kühe kümmern, weil ich richtig cool finde, wie der Kuhstall hier integriert ist. Also ich weiß nicht, ob ihr die Map schon kennt. Geil. Und da hinten ist sogar ein Schweinestall. Kühe muss ich noch kaufen. Schweine habe ich gesehen. Habe ich schon 10 Stück als Standard da. Total witzig eigentlich. Obwohl das Anstrengende ist bei Schweinen, dass die ja so verdammt viel brauchen. Ne? Die brauchen Körner, Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Zucker, Rüben und all so ein Quatsch. So, und jetzt zeige ich euch mal kurz meinen Fuhrpark. Klaas Mega Dominator 208. Ein richtig geiles Gerät. Gefällt mir einfach richtig gut. Und finde das Wahnsinn. Also das ist ja absolut abgefahrenes Teil. Das passt hier super zum Hof auch mit einem 6,9 Meter Schneidwerk, was da hinten irgendwo steht. Dann habe ich hier einen kleinen Düngerstreuer von Massey Ferguson von dem Oldtimer Pack. Auch richtig schön. Da hinten steht noch ein Wasserfass und Standard-Schneidwerk. Das Seitenschneidwerk habe ich mir geholt. Mähwerk. Hier ist eine Sämaschine von Querneland, auch Standard in 3 Meter Format. Genauso wie der Standardgrubber von Querneland, auch 3 Meter. Hier können wir uns nochmal das Schneidwerk anschauen. Auch echt schön gemacht. Und hier laufen überall auf dem Hof die Hühner rum. Die legen auch hier überall ihre Eier. Die habe ich jetzt leider gerade durch Zufall schon vor der Aufnahme eingesammelt. Aber so ist das manchmal im Leben. Hier habe ich einen Tieflader, der gleichzeitig auch ein schöner Beinladewagen ist. Finde ich echt schön. Der gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier einen Feenhuiskipper mit 36.000 Liter Fassungsvermögen, soweit ich weiß. Dazu gibt es dann noch den Mengele-Garant-Ladewagen, der so schön verstopft, wenn man zu schnell fährt und so. Richtig schön, mit dem hat Musel ja mal Probleme. Apropos Musel. Musel hatte eine ganz tolle Idee. Und zwar geht es um einen Stream, der am Sonntag stattfinden wird. Das ist ein kleiner Spendenstream. Und zwar für ein Tierheim, ich glaube in Bochum war das. Tierheim Bochum war jetzt ganz groß auch in den Medien und so. Die haben zurzeit nicht so viel Geld. Und denen geht es nicht so gut. Und die müssen schon die Ration fürs Tierfutter irgendwie halbieren. Oder was weiß ich nicht, halbieren, weiß ich nicht, aber weniger. Und denen geht es nicht so gut. Und auf lange Sicht wird es so nicht gut gehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, beziehungsweise Musel, es war Musels Idee komplett. Er hat mich erst informiert, als er es schon ausgeplaudert hat. ich finde es super, finde ich geil. Und seid alle dabei am Sonntag auf jeden Fall. Ist für einen guten Zweck. Ich hoffe, wir haben da eine Menge Spaß. Ich bin höchstwahrscheinlich auch dabei, wenn nichts dazwischen kommt. Und das wird auf jeden Fall witzig. So, weiter zum Thema. Hier haben wir einen schönen Kipper mit 21.000 Liter. Zu dem Stream wird noch ein Infovideo kommen. Das habe ich noch vergessen, hinten ranzuhängen. So, jetzt habe ich alles erledigt. So, Klaas 78 Aktion. Richtig schönes Teil. Gefällt mir sehr gut. Passt auf jeden Fall zum Hof. Dann habe ich mir IT Runner Pack geholt. Dazu habe ich jetzt erstmal auch nur einen Ballenwagen-Container. Wie sagt man dazu? Ich will jetzt wissen, wie man dazu sagt. Ballentechnik. Ballencontainer, okay, ja gut, ist zwar kein Container für mich, aber ist ein Ballencontainer, alles klar. Dann habe ich hier noch den schönen Fendt 800 Favorit. Auch ein richtig schönes Teil, kennt man inzwischen auch schon, aber der muss einfach sein, der gehört dazu. Dann habe ich hier John Deere 6810 mit einem Frontlader und einem Ballenspieß dran. Dann habe ich hier den Massey Ferguson 600er Serie, auch aus dem Massey Ferguson Oldtimer Pack. Gibt es übrigens auch im Mod-Hub zu laden, also im Spiel. Mit einer schönen Frontladerschaufel. Und die Schaufel finde ich richtig geil. Einfach mal wegen den, na, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ich habe gerade so schön noch gesagt. Naja, ihr wisst schon. Die Zacken, die Zinken vorne dran. Richtig schön. Gefällt mir. Sieht auf jeden Fall viel besser aus wie eine Schaufel ohne Zinken. Also, ja. Besser wie diese Plastikschaufeln, ihr wisst schon. So, Krone Big 120. Pack würde ich jetzt sagen. Krone Big Pack 12080. So, ist eine schöne Ballenpresse. Macht Quaderballen. Und die war echt billig, deswegen habe ich mir die geholt. Die musste auf jeden Fall sein, darf nicht fehlen. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch Ballen für die Kühe, die ich später noch versorgen will. Die Schweine muss ich ja wohl oder übel auch mit... Ich habe eine Toilette. Oh.
Muss ich wohl oder übel auch mit versorgen? Kann ich leider nicht draufgehen? Kann ich da reinschmulen? Ah, okay. Verstopft. Hier habe ich mir schon einen kleinen Bienenstock gegönnt, weil wer soll sonst meine Blumen bestäuben? Ich alleine könnte das nicht schaffen. Das wäre ein bisschen anstrengend. Ich in so einem Bienenanzug fliege über die Felder und bestäube. Nee, das wird nichts. Hier hängt meine Wäsche schon. Hier Schlipper. Das ist Thomas Schlipper. Hier. Nee, das ist meiner. Ja. Ist ein bisschen eingelaufen. Naja. Und ich würde sagen, Kühe wollte ich holen. Dann kaufen wir erstmal ein paar Kühe. Geben denen schon mal Wasser. Wasserfass haben wir ja schon mal. Dann habe ich hier schon mal noch mehr lebende Bewohner. Neben den Schweinen, die ich eh noch nicht wirklich versorgen kann, haben wir dann noch Kühe und die Hühner. Kaufe ich mal erstmal 5 Kühe. Aha. Wo sind die jetzt? Da. Laufen im Wald rum. Finden cool. Finden die cool. So. Dann hole ich mir... Was nehmen wir denn? Ja, nehmen wir mal den Fan-Favorit. Mit dem werden wir jetzt Wasser auffüllen. Bei den Kühen und bei den Schweinen gleich. Leider haben wir mit den Schafen ein kleines Problem. Das schauen wir uns gleich an. Das zeige ich euch gleich mal. Was ich an dem Hof hier richtig schön finde, dass er so eng ist. Also das gefällt mir. Ich mag diese weiten Höfe nicht. Ich mag es schön eng, weil dann musst du dich auch ein bisschen anstrengen und musst gucken, wie du alles hinstellst. Und es sieht meistens geiler aus, wenn das Zeug so ein bisschen rumsteht auch und nicht alles so schön in Hallen verpackt ist. Meistens mag ich das gar nicht, weil dann sieht man ja gar nichts von dem schönen vom Hof. Und in der Realität ist es ja auch meistens, zumindest auf dem Hof, wo ich immer im Urlaub war, da war nicht immer alles sofort in den Hallen drin. Nee, nee. Nee, nee. Ups, 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 realistisch. Ups. Also, erster Spieltag und wir haben hier schon 3 kaputte Geräte. Kaputtes Wasserfass, kaputten Traktor, kaputten Mähdrescher. Gut. Ich bin pleite. Schade. Nee, ich muss ordentlicher spielen. Hier, komm, wir machen Innensicht. Fuck, das wird nichts. Leute, ich habe so lange keine LS mehr gespielt, deswegen hatte ich auch Probleme mit den ganzen Begriffen vorhin und so. Es ist ja wirklich ewig her schon für mich. Wirklich ewig. Guckt, wann die letzte Aufnahme war, da habe ich zuletzt gezockt. Also es ist Wahnsinn. Und jetzt hier wieder so reinkommen. Ja, aber es macht Spaß. Also es macht echt wieder richtig Spaß. Ich hoffe, auch euch gefällt es und dass ihr auch Spaß habt, in den nächsten Folgen zuzuschauen. Ich werde zwischendrin immer wieder mal auch nach neuen Mods schauen, immer wieder up to date halten, das Ganze. Weil es natürlich spannend ist für mich und für euch. Hier steht ja so auf die Mods, deswegen machen wir das auch. Und dann parke ich den hier. Und dann zeige ich euch das Problem, was ich angesprochen hatte mit den Schafen. Also die kann ich nämlich überhaupt nicht füttern, außer ich... Ja, das zeige ich euch jetzt. Können wir fliegen? Machen wir mal hier... Dann fliegen wir einfach mal schon mal in die Richtung. Wo war es? Hier war es, da oben. Da sieht man schon eine Wiese. Also, die Schafe befinden sich komischerweise mitten auf dem Berg. Wir können auch gleich uns nochmal das Kreuz da angucken, Gipfelkreuz. Aber ich weiß nicht, wie ich hier jetzt die Schafe versorgen soll. Wo war es? Hier sind die Tröge. Guck mal, wie soll das gehen? Ich sehe hier weder einen Weg. Irgendwie von links, rechts. Man kommt nirgendwo hier an den Berg ran. Also, wie soll ich die füttern? Wie soll ich Paletten abholen oder sonst was? Also, es ist ja unglaublich. Ich hole einfach mal eins. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich hier joint dann. Ja, aber muss ja, weil hier sind die Dinge. Und hier war, glaube ich, auch das... Ja, hier war das Tiermenü auch. Dann holen wir mal ein Schaf. Bestätigen. Ja. Jetzt habe ich da ein einsames Schaf. Was ist da los, ey? Jetzt läuft es hier ganz einsam rum. Basketball. Goldnugget. Alter. Alter, was ist... Was ist denn hier los? Hier liegen die ganzen Goldnuggets einfach im Berg rum? WTF. Okay, die sammle ich nicht ein, weil dann habe ich ja sofort irgendwie 1 Million, glaube ich, kriegt man. Hä? Aber da hat er sich ja mal gar keine Mühe gegeben. Das ist ja zu geil. Ja, ich bin im Goldrausch, Leute. Kann man auch mal machen. Aro im Goldrausch. Ist ja Wahnsinn. Also, ich kann zwar nicht die Schafe füttern und mir keine Paletten holen, aber als kleine Entschädigung kann ich die Goldnuggets einsammeln und mir 1 Million abholen. Ach, das ist doch bescheuert. Aber gut, dass ich das Schaf geholt habe, sonst hätte ich es nicht. Also, wenn ich Geldprobleme habe, dann aber ohne Fliegen, dann mache ich einfach eine kleine Bergwanderung. Zum Gipfelkreuz wollten wir noch. Und hole mir hier die Dinger ab. Ist ja... Pff, aber
Bin echt eigentlich interessiert mich jetzt. Nee, kann ich nicht sammeln. Ob das alle sind oder ob irgendwo einer an einer krassen Stelle noch versteckt ist. Das wäre natürlich witzig. Man denkt so, oh ja, hole ich mir einfach mal ab. Obwohl ab 10 werden ja eher lang gezeigt. Ja, scheiße. So, hier ist für Kreuzer steht sogar was drin. Südtirol Modding. An meine geliebte Denise. Liebe Grüße an Denise. Auch von mir. So. Kleiner Spaß am Rande. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Hier mein kleiner Fuhrpark, kleine Map. Richtig schön. Wie gesagt, die paar kleinen Startfelder hier haben wir, die wir jetzt hier im Umkreis sehen. Später kann ich dann über eine einzige kleine Straße, zeige ich euch am besten hier in dem Modus, über eine kleine Straße kann ich später hier rumfahren. Und das ganze Gebiet. Nur diese eine Straße. Das ist noch was, was mich ein bisschen so... Also ich bräuchte einen Hubschrauber A für die Schafe und einen Hubschrauber, um ins andere Gebiet zu kommen. Aber gut. Lassen wir es erstmal dabei. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Denkt alle an Sonntag, also an morgen, an den Stream. Ich hoffe, ihr seid alle fleißig mit dabei und unterstützt uns und das Tierheim. Und gehen wir schon hin. Bis dahin, macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht abonniert hat, abonniert bitte. Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.